Ihr habt sie gerettet. Mein kleines Mädchen. Ich hatte kaum noch gehofft. Habt ihr dieses Monster gefunden? Ist er tot? Er wird Lia oder sonst jemandem nie wieder etwas tun. Ich hätte nie gedacht, dass einem Elfen Kirkwall jemals Gerechtigkeit widerfahren würde. Ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir tief in eurer Schuld stehen, Sarah. Die Klingenohren haben zwar mein Mitgefühl, aber sich dafür einem direkten Befehl des Magistrats zu widersetzen, das ist Wahnwitz. Start nicht länger auf meine Brust, Rivainerin. Meine Augen sind hier oben. Aber die Brusthaare. Wisst ihr eigentlich, wie sehr ich unter eurem stierenden Blick leide? Ich bin eine Person, kein Objekt. Varric? War nur ein Scherz. Glotzt ruhig weiter, Sonnenschein. Die Spinnenseidendrüse. Hoffentlich habe ich jetzt... Ihr dürft sie mal mit den Finger kraulen, wenn ihr möchtet. Eure Brusthaare? Mit meinen Fingern? Oh, Varric, hört auf. Ihr bringt mich zum Zittern. Ihr wollt es doch. Oh, natürlich. Ich kann euch nicht widerstehen. Keine Frau kann das. Ich weiß, eine schreckliche Bürde. Ihr wagt es, mir erneut unter die Augen zu treten. Also, Isabella, ihr seid also eine Kapitänin? Ich habe euren Namen nie in irgendwelchen Papieren gelesen. Dabei muss jedes Schiff, das hier anlegt, angemeldet werden. Ich habe niemals angelegt und ihr seid nicht die Hafenverwaltung. Und ihr seid keine Händlerin. Oh, eine Untersuchung. Gut, weiter geht's. Nicht weiter, Mensch! Dieses Gebiet wird von den Talver Shoth kontrolliert. Ich bin durchaus in der Lage, mich jeder möglichen Gefahr zu stellen. Das sehe ich. Ich hatte erwartet, eine Karawane zu warnen. Keine gut ausgerüstete Jägerin. Der Weg vor euch ist voll von meinesgleichen. Wenn ihr so fähig seid, wie ihr ausseht... Wäre es mir eine Freude, wenn ihr sie töten würdet.
Und doch soll ich euch vertrauen? Meine Vergangenheit zeichnet sich nicht durch Verrat an eurem Volk aus. Nur an meinem eigenen. Ich mochte meine Rolle nicht, also habe ich das Kuhn verlassen. Und ich möchte kein mordender Dieb sein, also habe ich diese Talver Schoff verlassen, um ihre Opfer zu warnen. Da ihr jedoch kein Opfer seid, werde ich euch nun verlassen. Ich wünsche mir eine friedliche Möglichkeit, das zu bekommen, was ich brauche. Ihr werdet enttäuscht sein. Sie schwelgen im Chaos. Es ist eine erbärmliche Freiheit. Ich brauche noch immer Ordnung, selbst wenn ich das Herz des Kuhn beleidige, indem ich meine Ehre als Söldner verkaufe. Muss ich euch wirklich davon überzeugen, das Richtige zu tun? Ich habe bereits mehr getan, als verlangt war. Und es war meine Entscheidung. Ihr habt meine Warnung gehört, Mensch. Beherzigt sie oder lasst es. Wisst ihr, ich könnte euch dabei vielleicht helfen. Das war leicht. Wir haben sie erst. Ihr wisst, wie man etwas richtig macht.